Was du auch immer wieder so betonst, ist, das freundliche Gesicht sollte doppelt bezahlt sein. Was kannst du dazu noch erweitern oder noch sagen? Ja, das habe ich auch überall gesehen, ein freundliches Gesicht. Denk an dich selber. Wenn man ein bisschen Angst hat für der Arzt oder man muss irgendwo hin oder man muss jemanden treffen, denkt, oh, läuft das gut, wenn die ein gutes Gesicht haben, beruhigt so. Mhm. Aber auch, man sieht es darum, tun normale Eltern, wenn ich die beobachtet habe, so viel gute Gesichter an Kinder geben. Das ist unglaublich schön. So das Kind hat ein ganz kleines Initiativ, tut ein bisschen so und die Eltern, oh. Und das Kind denkt, oh, bin ich fantastisch, guck mal, wie die mich genießen. So, ich sehe überall, speziell auch in die Altenhilfe, auch mit Kitas, wenn Menschen ein gutes Gesicht haben, ist das eine viel bessere Atmosphäre, um so weiterzuentwickeln. Mhm. Wenn du dich drehst und du zeigst ein gutes Gesicht, dann denkt das Kind, ah, die glaubt in mir. Ach, die findet mein Spiel schön. Statt dass man gestresst ist und denkt, was muss ich noch mehr. Die Kinder sehen das Gesicht die ganze Zeit. Und darum ist es so gut, dass man ein gutes Gesicht, und darum sage ich eigentlich, wenn man Menschen selektiert, die andere Menschen oder Kinder helfen müssen, sollte man gucken, haben die ein gutes Gesicht. Und dann sage ich immer die Witz, ah, ich sehe schon, ihre Personal sind so viele gute Gesichter, die sollten eigentlich doppelt bezahlt werden. Nun habe ich da in Sydney, wo ich seit 15 Jahren arbeite, hatte eine Frau da an der Universität, die hatte das Gehirn von Kindern untersucht. Und die hat, wir tun Duo-Präsentation, ich präsentiere was und sie präsentiert. Sie weiß natürlich das, ich bin mehr eine praktische Person. Aber sie hat darauf studiert und die hat gezeigt, das Gehirn von Kindern, die 3 Jahre alt sind, die viel gute, attraktive Töne und gute Stimme gehört haben und ein gutes Gesicht, wie das Gehirn aussieht. En van kinderen die in een milieu geleefd hebben waar veel agressie is, slechte gezichten, corrigerende tonen, wie veel weniger verbindingen die schon in het hirn hebben. Eindrukkelijk, ja. Ja, dan ben ik zo beeindrukt dat dat wat ik praktisch ontdekt heb, wat zo goed werkt, dat die dat wissenschaftlich ook zeigen kunnen. Das tue ich auch viel wie mit Gerald Hüther oder mit Michael Hipp, so dass die Menschen, die da viel mehr für studiert haben, dass ich zeige, was ich tue, aber dass die erklären können wissenschaftlich, warum wirkt das so. Mhm. Oder das Wissenschaftliche Zentrum für Sprachentwicklung, dass ich sage, darum wirkt das so gut, was Maria Eltern und Profis in Kitas am Rat gibt, dass wenn Kinder beschäftigt sind mit etwas oder so etwas gucken, dann die Wörter dazu geben. Weil dann ist das ganze Gehirn ist beschäftigt mit, wie heißt das eigentlich? Mhm. Und dass dann das total offen ist dafür. Und dass auch ganz viele Kinder nicht gut funktionieren können. Ich hatte das mit den Kindern in Kinderpsychiatrie. Die hatten so viel Angst für allerlei Dinge. Und dann gingen die in die Schule und hatten die schon Angst, dass die nicht könnten. Mhm. Und dann war ich noch viel jünger, aber dann sagte ich immer, weißt du, dann gingen wir die extra unterstützen. Weißt du, eigentlich muss man erst ein bisschen lachen. Weil wenn hier lacht, lacht das Gehirn auch und dann geht das Gehirn geht viel größer werden. Wenn dann die großen Mathematik-Dinge kommen, wenn man so ist, dann geht das bumm. Aber wenn das offen ist, sucht er einen Weg und dann findet er die Lösung. Und da bin ich darauf gekommen und dann sagte die immer, das ist das Gehirnfrauchen. Hersenfrauwtje, sagen wir in Dutch, in Hollandisch. Gehirnfrauwtje, komt wieder Gehirnfrauwtje. En eerst dachten die leren, was doet die daar? En kinderen niet rechnen kunnen, dan zeggen eerst entspannen, waar dan geht das Gehirn? Wissen wir auch, hè, wenn wir etwas nicht wissen. En man denkt, oh, oh. En wenn man denkt, nou ja, das kommt, joeps, is das daar. So, daarom kan man das wissen. Hè? Und jetzt, was sagst du Eltern, die oder auch Pflegepersonal, die sehr erschöpft sind, die sagen, na, ich kann nicht immer ein gutes Gesicht zeigen oder es ist mir überhaupt nicht danach, ein gutes Gesicht zu zeigen. Wie arbeitest du da konkret? Erstens sagen wir immer, du brauchst nicht den ganzen Tag ein gutes Gesicht zu haben. Josje, meine Schwester, sagt immer, ein gutes Gesicht ist auch eine Unterstützung.
wenn man einen verlorenen Moment hat, kannst du dann vielleicht ein gutes Gesicht geben. Zweitens entdecken Menschen, wir haben das im Leben auch, man kann nicht denken, ich glaube nicht, ich bin erschöpft oder ich bin gestresst durch Coronavirus, so ich kann nichts. Nee, extra muss man denken, in die Zeiten muss man Dinge tun, dass man noch etwas zurückkriegt. Und da benutzen wir viel, um zu sagen, probier einige Male das aus. Wir filmen das und zeigen das Effekt. Dann nicht allein das Effekt, aber dann lassen wir die Menschen sehen, was für Effekt das hat und selber wieder zurück essen. Das nenne ich Hap-Hap.